vergiss es. Säge, Finger an der Bremse und dann oh, ein bisschen rutschig hier und steil. Oh. Hi, liebe Leute. Heute erstmal eine große Neuigkeit. Ich werde YouTube-Vlogger. Da erzähle ich jetzt was zu. Und damit das Setting passend ist, im Tiefschnee beim Einradfahren. Und ja, dann natürlich noch Fahrtechnik-Tipps. Und zwar was Allgemeines, wie lange braucht man, um gut zu werden. Und ich lüfte das Geheimnis unter meinem Helm, die Frisur. Plus ein Gewinnspiel, ein Giveaway. Also bleibt dran. Und ich hoffe, euch gefällt es und ihr freut euch auf die gemeinsamen Abenteuer, die wir dann zusammen verbringen werden. So, liebe Leute, jetzt fahre ich hier durch den Tiefschnee mit dem Einrad. Es ist gerade so ein Pappschnee, weil es jetzt Plusgrade hat. Am Wochenende soll es aber auch wieder kalt werden, mal gucken. Ich fahre bewusst hier im Tiefschnee und nicht auf der Spur von dem LKW. Genau. Und fangen wir mal da an. Also, die Frage kommt oft, wie lange dauert es eigentlich, bis man richtig gut wird? Wie schnell wird man eigentlich besser in der Fahrtechnik? Das kann natürlich sein, man ist Anfänger, man will erstmal sicherer werden, besser werden, das Niveau der Trails, die man fährt, steigern. Dann gibt es Leute, die wollen spezifische Sachen trainieren, wie zum Beispiel Bunny Hop, Hinterrad versetzen. Wundert euch nicht, wenn mein Blick mal zwischendurch immer auf den Weg geht, weil ich muss gucken, dass ich nicht mit dem Einrad in einem Schlagloch hängen bleibe. Also, genau, und viele haben auch zu wenig Geduld dann und fragen sich und stellen mir dann die Frage, sag mal, wie lange dauert es eigentlich, bis man so gut wird wie du? Manche sagen, ja, ich fahre überhaupt nicht gut, aber manche erkennen das auch an, dass ich in dem Bereich, in dem ich fahre, ganz gut bin und nicht so tue, als wenn ich irgendwie ein Profifahrer wäre oder irgendwelche Tricks und Dinge mache, die ich gar nicht mache oder Rennen fahre, ein Downhill oder so, genau. Das heißt, ja, es geht viel um Geduld. Ui, da war ein Loch. Uiuiui. Der erste kleine Slide, das gehört im Schnee dazu. Einmal die Kamera richten. Früher hat man gesagt, einmal die Drohne richten und weiter. Heute sagt man einmal die Selfie-Kamera richten und weiter. Hier seht ihr es. Ja, da bin ich zu schief gekommen und abgerutscht. Im Tiefschnee sehe ich halt nicht, was hier ist. Egal, whatever. Vielleicht nutzen wir mal kurz die Pause. Ihr könnt ein bisschen euch hier die schönen Bäume angucken. Ich habe so einen Gimbal in der Hand, damit ihr wisst, warum sich das so ein bisschen komisch bewegt. Die GoPro dran für einen Selfie-Vlog. Ja, besser werden. Also es gibt natürlich, man kann extrem tief in das Thema gehen, aber ganz wichtig jetzt so in der Praxis. Erstmal, reflektier mal über dich selber, wie oft übst du denn? Und ich meine jetzt nicht nur Bunnyhop oder Trackstand in der Einfahrt üben oder so, sondern auch schwierige Trails. Vielleicht bist du ja schon auf einem Niveau, wo du schon schwierige Trails fährst, aber du willst sie noch besser, flüssiger, schneller, wie auch immer fahren. Und dann ist ganz klar die Sache bei vielen, das sind Wochenendkrieger. Weekend Warrior nennt man die. Das heißt, die fahren nur am Wochenende, dann dafür jeweils 2 bis 3 Stunden oder noch länger. Aber in der Woche dann mal 5 Tage gar nicht. Das ist in bestimmten Phasen des Lernens ist es nicht so gut, weil es ist einfach zu wenig Wiederholung. Also, wie kann man das denn lösen? Also, ich sage immer, wenn du beruflich und familiär halt echt nicht so die Zeit hast, oder du hast noch andere Hobbys, vielleicht schaffst du es ja jetzt irgendwie dann zumindest abends nochmal am Rathaus oder im Schulhof, dir nochmal ein paar Treppen zu finden und dann bleibst du mal in der Treppe stehen, fährst eine Treppe schief rein oder fährst eine Treppe, die so Kurven hat, also so mehrere Treppen mit Plateaus. Und dann kannst du auch da schon recht trailrelevant auch üben, ohne dass du jetzt einen riesen Fahrt machen musst in den Wald und alles matschig danach ist, wo du gar keine Zeit für hast. Also, das war der erste Punkt. Wenn du schneller lernen willst, dann musst du häufiger üben. Ich verlinke mal unten das Video mit dem größten Fehler. Das heißt, das wisst ihr natürlich schon, die es gesehen haben. Der größte Fehler ist, dass Leute wenig üben und hohe Erwartungen an sich haben und dann natürlich frustriert sind, warum es der Bunnyhop und so nicht besser wird. Da sind wir bei Punkt 2. Wenn man jetzt spezifische Sachen übt, dann sollte man sich auch Ziele setzen. Das heißt, einfach zu sagen, ich will mal irgendwann den Bunnyhop können, das ist so ein Ding, ja,
wuppt nicht ganz so doll, weil dann hast du häufig das Problem, dass es wie so ein Jahresvorsatz ist. Ich würde gerne mal irgendwie ein bisschen fitter werden oder so. Muss ich schon ganz klare Ziele machen. Ich habe bei der Techniker, für die ich mal die Videoserie gemacht habe, habe ich ein Video gesehen über diese SMART-Strategie, also S-M-A-R-T. Das verlinke ich mal. Und dann gibt es halt noch die Whoop-Technik, das verlinke ich auch mal. Habe ich mal ein Interview drüber gelesen. Das sind dann so Strategien, die man sich machen kann. Smarte Ziele setzen und so weiter. Ja, gut. Und dann ist natürlich jetzt der dritte Punkt, die Leidenschaft. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich habe auch eine Leidenschaft fürs Einradfahren. Deswegen habe ich da so einen Spaß dran. Und wenn ich dann übe, dann habe ich auch schnell Erfolgserlebnisse, weil ich halt dafür brenne. Das heißt, es ist wichtig, dass das von dir von innen kommt. Oh, ich muss nochmal hier einmal die Spur wechseln. So, also. Jetzt fahre ich auf so einer Treckerspur hier. Heieiei. Das ist ein schmaler Grat. Da war im Tiefschnee doch angenehmer. Das heißt, die Leidenschaft, ja, das Herzblut, das muss da sein. Und da ist einfach wichtig, dass du das mal checkst. Woher kommt eigentlich deine Motivation? Willst du denn wirklich diesen einen Table oder diese Drophöhe machen? Oder ist das, weil die Kumpels das machen? Bist du vielleicht im Alter, wo du sagst, dieses Risiko willst du gar nicht mehr so eingehen? Ja, da musst du mit dir selber im Reinen sein. Hui, jetzt muss ich mal die Spur wechseln. Boah. Kamera richten. Also wenn man mit dem Einrad durch Tiefschnee fährt, bleibt man ab und zu mal hängen. So, also versuche ich doch mal wieder im Tiefschnee zu fahren. Ich habe wasserdichte Socken an übrigens, ein kleiner Lifehack im Winter, dass man nicht so nasse Füße kriegt. So, jetzt richte ich mal die Kamera. Ja, das heißt, man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich Ziele setzen, man sollte eine Leidenschaft dabei haben. Ja, und wenn man so bestimmte Dinge übt, wie Bunnyhop oder so, natürlich immer in diese Schrittweisen denken. Also nicht sagen, so sieht der Bunnyhop aus, ich habe das verstanden, so vom Kopf her, wie geht die Theorie, und ich habe das gesehen im Bildschirm, aber das dann selber durchzuführen, ist ja ein ganz anderes Ding. Das heißt, wenn ihr da schon am Üben seid, wie gesagt, manchmal muss man auf Reset drücken, weil man hat sich ungünstige Gewohnheiten angeeignet. Ja, und ich fahre jetzt mal weiter, erzähle euch was dafür und verlinke euch jeweils natürlich dann die Videos, wie ihr diese typischen Bunnyhop-Fehler und so weiter beheben könnt. Oh, also ich würde ganz gern rückwärts fahren können mit dem Einrad, aber weil Einrad ist nur so meine zweite Leidenschaft, meine Hauptleidenschaft ist Fahrradfahren, deswegen gebe ich mir da nicht die Zeit für, das so zu üben. Ja, und deswegen wird das auch nichts, und es ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich will lieber noch andere Dinge lernen, die mir wirklich wichtig sind, und das ist der Unterschied, ich wechsle mal den Arm, das ist der Unterschied, denn man muss auch Prioritäten setzen, man kann nicht alles noch lernen im Leben. Genau. Ich muss die Kamera noch mal richten. Einen Moment. Ich möchte jetzt noch eine Komponente ergänzen bei der Frage, wie lange braucht man, um besser zu werden, wie lange braucht man, um etwas zu lernen. Und zwar ist es der mentale Umgang mit einem selber. Also man hat ja Erwartungen an sich, und wenn man die dann nicht erreichen kann, ist man auch schnell frustriert. Das heißt, man sollte einen freundlichen Umgang mit sich selber haben. Weil die negativen Gefühle, die man kriegt, wenn man mit sich selber so streng ist und Frustration hat, die sind natürlich nicht gerade gut fürs Lernen. Besser sind ja Aha-Erlebnisse, yeah, das war gut. Oder dass man sagt, heute mal nicht, Tagesform beachten. Genau. Und da ist es auch so, Fehler darf man auch positiv sehen, sollte man positiv sehen, weil man kann nicht lernen ohne Fehler. Also, aus dem man lernt. Genau. Klingt ein bisschen so wie so ein Kalenderspruch, aber es ist wirklich so. Wenn du dich selber schlecht machst dafür, dass du Fehler gemacht hast, in einem Trail oder so, dann kannst du daraus nicht lernen. Dann analysier es, film dich vielleicht mal dabei, mit dem Handy, lass dich filmen, und dann kannst du natürlich das Ganze auch systematisch angehen und aus deinen Fehlern lernen. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Hallo. Ja, also ich habe gerade natürlich auch mal
gegrüßt, das macht man ja. So, ich muss mal ganz kurz. Oh, bergauf ist ein Rad immer so anstrengend, weil man hat ja keine Gangschaltung. Also. Ja, und jetzt ist dann ganz individuell die Frage, wie lange brauche ich wirklich, um was zu lernen? Hängt auch ein bisschen vom individuellen, was habe ich in meinem Leben für Sportarten gemacht? Bin ich spät eingestiegen? Welche Verknüpfungen sind schon da von anderen Sportarten, die vergleichbar sind und so weiter und so fort. Manchmal kann das nützlich, manchmal hinderlich sein, wenn man vom anderen Radfahrgattungen zum Beispiel Gewohnheiten hat, die beim Mountainbiken gar nicht passen. Aber andererseits, wenn man zum Beispiel schon auf einem anderen Fahrrad gut gelernt hat, dann kann man auch schnell Dinge übertragen aus Mountainbike. Ja, genau. Das heißt, jetzt der Abschluss, die Antwort, lange Antwort, kurze Frage. Wie lange braucht man? Das kann variieren von Monaten bis hin zu Jahren. Also eigentlich ist es die Regel, dass man über Jahre weiter besser wird, aber diese Phase, wo man so einen ganz kometartigen Aufstieg macht, wenn der nicht durch Verletzungen oder andere Pausen gedämpft wird, dann ist das in Monate, in denen man quasi vom Anfänger bis zum guten Trailfahrer ist. Ja, und dann sind die anderen Faktoren, wie ich schon gesagt habe. Wie oft übt man? Wie geht man mit sich selber um? Und übt man auch strategisch, dass man isolierte Übungen macht, wenn man bestimmte Manöver hat? Kann man auch mal die Videoanalyse, benutzt man die auch? Das sind alles so Sachen, die kann man halt damit reinnehmen. Der Umgang mit einem selber. Jetzt die Frage, sollte man sich pushen lassen von den Kumpels? Dieses Vergleichen, das kann auch mal gut sein, zu sagen, hey, ich möchte mal, also ein Ziel wäre so zu fahren wie der Kollege. Der fährt da den in einen Downhill, den Rock Garden, so geschmeidig, das möchte ich auch können. Dann kann man das Schritt für Schritt sich daran tasten. Und aber wenn man halt immer andere sieht und sagt, boah, die sind so gut werde ich nie, ich bin ja hier der Trottel in der Gruppe, das wäre auch wieder negativ. Also lieber positiv mit sich selbst sprechen. Genau, also ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie lange habt ihr gebraucht, um gut zu werden. Das würde mich mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, achso, vielleicht bei mir ging es recht schnell, obwohl ich habe am Anfang nicht so Vollzeit, ich habe auch noch Tennis gespielt und Fußball. Aber ich wurde dann relativ schnell besser und als ich dann diesen Dirtbike und diesen Wheelie und Steil Backup Virus bekommen habe, dann ging das relativ schnell so als Jugendlicher, dass man schnell besser wird. Aber auch andere, und da komme ich jetzt zum ersten Mal auf einen Kollegen, den Leo Kast, der, das hat er, denke ich mal, in seinen Folgen auch schon oft gesagt und man sieht es ja auch in seinen Videos, wenn man das von Anfang an verfolgt hat. Er hat recht spät angefangen als Erwachsener und ist dann recht schnell gut geworden. Er hat direkt mit Downhill angefangen. Guckt euch mal die alten Videos von ihm an mit seinem Downhill-Bike von Specialized. Ja, dann seht ihr, welche Entwicklung er gemacht hat und wie er sich immer neue Reize setzt, zum Beispiel ein Trailbike kaufen, Trail zu üben, um halt wieder besser zu werden. Und das habe ich ja live miterlebt, weil ich ja mit ihm befreundet bin. Und eine Zeit lang, als wir näher aneinander gewohnt haben, haben wir auch mehr gemacht und ich konnte sehen, zack, wie er besser wurde. Das war wie im Zeitraffer. Zack, zack, zack ging das. Weil er Herzblut hatte, weil er wusste, was er macht, was er will. Genau, das kann man natürlich als Vorbild nehmen, auch als Erwachsener, da schnell besser zu werden. So, liebe Leute, jetzt das zweite Thema von dem Vlog ist folgendes. Ihr wisst ja, ich bin beruflich Fahrtechnik-Trainer, aber auch Redakteur. Und das bin ich jetzt auch wieder mehr, weil ich ja Papa geworden bin vor 2 Jahren und halt dann die Wochenenden auch mehr frei haben will für meine Tochter. Genau, und jetzt habe ich die Möglichkeit, YouTube-Vlogger zu werden. Das klingt für manche so ein bisschen so, oh mein Gott, wenn man sonst nichts jetzt im Leben gebracht hat, dann wird man YouTube-Vlogger. aber manche haben vielleicht auch, dass sie gesehen haben, hey, es gibt YouTube-Vlogger im Bike-Bereich, die mich sehr inspiriert haben, die mir geholfen haben mit Tipps und so weiter oder die mich unterhalten haben. Das ist ja auch für manche Inspiration, also was Positives und vielleicht manche ein Ziel, weil die Bike-Firmen gehen immer mehr dahin, dass sie vielleicht weniger Rennteams bezahlen, aber auch mehr Influencer. Und das reicht von Profifahrern bis hin zu Hobby-Tourenfahrern, die aber einfach einen geilen YouTube-Kanal machen. Also im Englischsprachen gibt es da ein paar und ja, den Leo kennt ihr, Leo Kast, ein Freund von mir, den ich ja gut kennengelernt habe in der Ausbildung zum Fahrtechniktrainer. Und ja, da kann man sehen, dass man es auch zum Job machen kann und seinen Traum lebt. Quasi vom Biken dann auf Dauer irgendwann leben zu können. Danach als YouTuber. Ihr merkt, ich komme ein bisschen ins Straucheln, aber der Gimbal fängt das ab. So. Ja, und da ist es so,
dass ich gucke gerade hier auf den Weg, dass ich nicht hängen bleibe. Da ist es so, oh, ich muss mal zwei Schritte gehen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, beides zu verbinden. Also meinen Beruf in den Bike-Medien, bei Velo Total, und das Dasein als YouTube-Vlogger. Sprich, für euch heißt das einfach jetzt kontinuierlich, konsequent mein Gesicht vor der Kamera, solange ihr das noch ertragt. Viel Tipps, viel aus meiner Erfahrung. Ich kann jetzt nicht gerade große Reisen machen oder so. Das heißt, es geht auch viel weiterhin um Fahrtechnik, Bike-Hacks. Ich werde kein Bastler. St. Pilgrim wurde ja noch zum Bastler, aber was dabei rauskommt, seht ihr ja. Schaut euch mal St. Pilgrims Bastelvideos an. Das möchte ich euch nicht antun. Das wäre bei mir vielleicht noch schlimmer, weil ich wirklich kein Bastler bin. Aber ja, ich habe in verschiedenen Bereichen auch viel Wissen angeeignet. Ja, und ich will euch natürlich auch unterhaltsame Formate bieten. Und da habe ich gerade ein neues Projekt in der Planung. Das werdet ihr zeitnah bekommen. Und wie gesagt, der YouTube-Vlogger lädt mindestens einmal oder halt mehrfach die Woche Videos hoch. Und ich habe jetzt echt einige Vlogger auch kennengelernt. Sam Pilgrim hat mich vor 2 Jahren besucht. Marc Diekmann habe ich vor ein paar Monaten mal einen Tag kennengelernt. Das war echt auch schön. Verlinke euch mal das Video, sowohl von Sam als auch von Marc. Und dann siehst du halt, wie das Profis sind. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich muss auch mal so ein YouTube-Vlogger-Profi werden, ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Die haben da wirklich eine richtig positive Einstellung zu, dass man sich quasi sein Hobby, seine Leidenschaft nicht durch den Beruf kaputt macht, dass man aber die Leute mitnimmt und ja, einen Mehrwert sowohl für die Leute, aber auch für die Firmen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma sagt, sie möchte, dass ich mal ein Bike vorstelle oder so, oder Material, Produkte, dass da ein Mehrwert für alle Seiten gegeben ist. Dabei möchte ich natürlich authentisch bleiben. Werde euch nicht irgendwie was erzählen, was totaler Bockmist ist, sage ich mal. Genau. Ja, und jetzt wisst ihr Bescheid. Ich werde YouTube-Vlogger und es gibt noch ein Gewinnspiel. Ich muss noch einen Trail fahren, dann kann ich das Gewinnspiel mit euch machen. Aber jetzt guckt gerade hier. Es guckt gerade niemand. Die Frage ist immer, Marc, hey, du hast immer nur einen Helm an oder eine Kappe. Was hast du eigentlich für eine Frisur? Und Leute, die mich schon länger kennen, die wussten, ich hatte auch mal eine Frisur. Aber dann hatte ich einen Lebenstipp von Leo, also Leo Kast, der mir gesagt hat, ich glaube vor 7 Jahren oder 7, 8 Jahren, hat er gesagt, vergiss es, schneid es ab. Ja, und ich mache es meistens, heute habe ich es mal nicht gemacht. Zack, hier oben die Glatze, normalerweise dann hier auch. Ja, jetzt ziehe ich meinen Helm an, weil jetzt wird es mir ziemlich warm. So sehe ich dann normal aus. Das heißt, alle, die das gleiche Schicksal haben, also unfreiwillige Glatze, die kennen das. Und zwar, man hat so eine Phase, wo man es dann nicht so toll findet, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und versucht das dann über Bart auszugleichen, wenn man dann schon am Kopf keine Haare mehr hat. Und ja, genau. Heißt quasi, bei Helm ist immer die Frage, wenn es so mittleres Wetter ist, nicht ganz warm, aber auch nicht total Minusgrade. Man merkt den Unterschied durch die Belüftung vom Helm. Wird die Glatze auch schnell kalt und im Sommer natürlich rot, wenn man sich nicht eincremt. Also weil die Sonne auch durch die Luftlöcher durchgeht. Das sind so die harten Schicksale als Glatzenträger. Aber man geht nicht mehr zum Friseur, das spart Zeit und Geld. Und ja, und genau, und hat auch nicht so ein Thema, dass die Frisur nicht mehr sitzt durch den Wind oder dass man sich da Gel reinmachen müsste. Sowas, was ich in der Jugend natürlich auch kannte oder wie auch immer. Gut, könnt ihr mal reinschreiben, alle Glatzenträger hier bitte mal melden unter dem Video. Alle Biker mit Glatze, wie ihr das empfunden habt. Ich gehe jetzt mal hier zum Trail und dann hoffe ich mal, dass ich natürlich im Trail keine Wurzel übersehe und mich direkt wieder lang mache für euch. Und dann gibt es noch ein Gewinnspiel. So, also jetzt das kleine Finale in diesem Vlog. Bisher gab es Tipps, wie schnell wird man besser bei der Fahrtechnik. Dann die News, dass ich YouTuber werde. Ich verlinke unten mal ein paar Vlogs, die ich schon gemacht habe. Aber wie gesagt, jetzt kommen regelmäßig Vlogs. Und das ganze YouTube-Thema wird neu gedacht, weil ich jetzt YouTuber bin. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welche YouTuber ihr mir empfehlen solltet, würdet mal zum Angucken, was die so machen. Das, vielleicht sind da ja coole Sachen dabei, die mich inspirieren. Genau. Und ich fahre jetzt einen kleinen Mini-Trail, aber dann auf eine Rodelwiese. So, ich lasse die Kamera an. Das wird auf jeden Fall eine Mission. Und ich habe jetzt schon Angst, aber ich habe es mir ja ausgesucht. Muss man immer gucken, wo hier der Einstieg war. Irgendwo da.
So, oh, ich muss hier mal in den Schnee rein. Irgendwo hier ist der ein, ah, hier. Also es geht quasi so ein paar Meter durch den Wald. Und das ist kurz steil. Auf dem Einrad kriegt man immer mega Schiss, wenn es steil wird. Ja, und dann, wo ist denn hier der Einstieg, mein Freund? Oh, ich glaube da. Ja, und dann geht es über eine Rodelwiese. Und das macht natürlich mega Spaß. Ja, da ist der Einstieg. Also let's go, das machen wir. Ich muss gucken, von welcher Seite ich komme. Von hier. Also live dabei, wie ich mir die Hosen mache. Ich habe eine Bremse am Einrad, aber wenn es steil wird, kriegt man immer so ein bisschen Schiss. Aber ich bin hier schon oft runter. Oh. Ah, okay, ich habe mir nicht getraut, weil ich den Bremshebel nicht an dem Finger hatte. Also jetzt mit Finger am Bremshebel und dann einfach ab dafür. Also mit dem Einrad macht echt jeder Trail ist Spaß, weil es eine Herausforderung ist, wo man sonst sich sonst langweilt auf dem Fahrrad. Genau, so erstmal drauf, so Finger an der Bremse und dann oh, ein bisschen rutschig hier und steil. Oh, oh, ja, ja. Oh. Also ich hoffe, ich sehe, ja, ja, hier ist dunkel, aber jetzt wird es wieder heller. Jetzt geht's auf die Rodelwiese. Mal gucken, wie ich hier so durchkomme. Oh, ja, ja. Ein Baum. Oh. Oh. Ich bin auf der Rodelwiese angekommen. Da ist ein Hund. Oh, oh, das macht Spaß. Ich muss nur gucken, wo die Maulwurfshügel sind. Oh. Da bleibt man schnell hängen. Hi. Oh. Uiuiui, da waren ein paar Hügel. Ja. Das ist ein cooles Feeling. Durch den Schnee, durch den Powder. Ja. Und zack. Ein gutes Finale für das Gewinnspiel, weil hier ein riesiger Schneemann ist. Ja, habe ich gerade erst gesehen, cool. Und alle, die jetzt in dem Video kommentieren, wie lange sie gebraucht haben fürs Lernen, zum Besserwerden oder die paar Empfehlungen für YouTube, für Mountainbike YouTube für mich haben, zum Gucken, englischsprachig oder deutschsprachig, die können, wenn sie wollen, bei einer Verlosung mitmachen. Ich hole mal schnell die Gewinne raus. Also alles hier live quasi, also nicht im Livestream, aber live. Und zwar habe ich vor einigen Jahren mal einen Kunden gehabt, der hat mir mein Logo von Fahrtechnik TV aus so Folien geschenkt und hat gesagt, hier kannst du dir auf T-Shirts drucken. Und ja, dann habe ich mir eine Reihe von T-Shirts gedruckt, die in eine Tüte getan, die lagen jetzt jahrelang im Schrank. Hier ist die Tüte, ich verlos, also alles M, zwei T-Shirts. Wie gesagt, die lagen jetzt in der Tüte, die sind jetzt nicht glatt gebügelt, aber die sind auch neu, nicht gebraucht. Und ich verlos noch ein Funktionstrikot. Wenn jetzt jemand sagt, mit Baumwoll-T-Shirts kann ich nichts anfangen, ich möchte lieber ein Funktionstrikot dann von Aktion Fahrrad. Das ist ein ziemlich guter, ja, gute NGO, die sich für Fahrradfahren einsetzen bei Schülern. Genau. Dann gibt es ein Funktionstrikot. Ich zeige euch das Ganze mal. Also hier habe ich die Trikots, Fahrtechnik TV mit Logo oder einfach nur mit Schriftzug. Genau. Und dann noch ein Trikot, auch niegelnagelneu, nie angehabt, von Aktion Fahrrad, verlinke ich unten mal, die sind echt super. Und wäre jetzt quasi von Gonzo, also Qualitätsmarke. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr so sagt zum ersten Vlog. Jetzt geht's richtig los. Und danke nochmal an Leo Kars für seine Lebenstipps. Also er hat mir mal gesagt, mach YouTube, dann habe ich YouTube gemacht. Und er hat mal gesagt, mach dir eine Glatze, dann habe ich eine Glatze gemacht. Also er weiß auf jeden Fall Bescheid. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns und ich fahre jetzt noch nach Hause. Bisschen für die Fitness mit dem Einrad. Haut rein, bis dann.